Sonys PlayStation 3 ist eine legendäre Konsole. Ein Haufen an guter Spiele, die erste PlayStation-Konsole, die HD kann und das PlayStation Network brachte. Auch wenn es schwer war, für sie Spiele zu entwickeln, schlummert in dieser fast 20 Jahre alten Konsole noch so einiges. Denn wusstet ihr, dass die PlayStation 3 inoffiziell 4K kann und Raytracing kann? Ja, ich habe 3 gesagt, nicht 5. Die PlayStation 3 ist gemeint. Und wie denn das? Schauen wir uns an in einer neuen Tech Insight Episode. Gute allerseits. Die PlayStation 3 ist, wie im Intro schon gesagt, eine fabelhafte Konsole. Und hey, sie ist für mich auf Platz 2 meiner Lieblingskonsolen. Ja, die PS3. Heraus kam sie bei uns in Europa am 23. März 2007 für einen heftigen Preis von 599 Euro. Hört sich ja niedlich an heutzutage bei allen anderen Konsolen. Nur mit der Inflation dazu gerechnet, liegt der Preis bei 864 Euro heutzutage. Autsch. Doch für das Geld habt ihr eine echte Powermaschine erhalten. Ja, denn sie war wirklich ein günstiger Blu-ray-Player, eine Full-HD-Spielekonsole und. Und das, was die PlayStation 3 angetrieben hatte für all das, war der Cell-Prozessor. Dieser Chip war für diese Zeit ein bahnbrechender Chip. Sony hat diesen Prozessor zusammen mit IBM und Toshiba entwickelt, für eigentlich alles, was eine CPU benötigt hat. Würde sich dann halt lohnen, denn die Entwicklung vom Cell hat 400 Millionen US-Dollar gekostet. Und es waren 400 Menschen daran beteiligt, diesen Chip wahr werden zu lassen. Und auch Entwicklerteams aus Deutschland waren auch massiv daran beteiligt. Um genau zu sein, ein IBM-Standort aus dem schwäbischen Böblingen. 2006 war es dann soweit, wo dann der Cell Einzug in die PlayStation 3 gefunden hat. Und das ging erstmal dann in die Hose. Ja, denn Sony hatte zwar dann für die PlayStation 3 einen sehr, sehr starken Chip gehabt, der wahnsinnig schnell war und einer Xbox 360 um Weiten überlegen war. Doch was hat denn jetzt der Cell anders gemacht? Womit hat er sich halt abgehoben von der Konkurrenz? Nun, der Cell war ein Mehrkernprozessor, die zu der Zeit relativ neu waren und meistens ein Dual-Core zu sehen war. Der Cell war gleich anders. Es war ein 8-Kern-Prozessor, etwas, was damals als unmöglich gehalten worden ist. Die PS3 hatte aber für Spiele nur 6 zur Verfügung, da ein Kern fürs System ist und ein weiterer halt deaktiviert ist. Aber trotzdem, ein 6-Kern-Prozessor in 2006 ist wild. Und es wird noch wilder. Denn diese Kerne im Cell, das sind keine gewöhnlichen Kerne. Sie nennen sich SPEs. Und diese SPEs sind für die gesamte Magie verantwortlich und für die massive Power der PlayStation 3. Ihr könnt euch dies so vorstellen. Oder eher gesagt, machen wir hier einen Vergleich zu regulären Multicore-CPUs. Seht die Kerne hier mal als Mitarbeiter bei einem Unternehmen an. Bei einem normalen Prozessor sind diese Kerne Alleskönner, die sich aber nicht speziell auf irgendetwas ausgebildet haben. Heißt, dass diese Aufgaben erledigt bekommen, aber denen die Erfahrung fehlt, dies ordentlich und schnell ausführen. Und jetzt kommt der Cell. Hier ist es im Grunde genommen genauso wie bei einer regulären Multicore-CPU. Nur mit dem Unterschied, dass diese Kerne Hochbegabte sind und für ihr Aufgabengebiet sich speziell ausgebildet haben, Fachabi haben, Hochschulreife und was nicht alles noch mit dazu. Und wenn diesen Kernen oder SPEs gezielt Arbeit zugewiesen wird, erledigen die das in einer Effizienz und Schnelligkeit, wo alle anderen einpacken können. Und selbst Apple in ihrem 2006er MacBook Pro, wo Steve Jobs noch sagte: "These things are screamers." Tja, und Sony nur so? Wobei der Cell ja dann für Sony dann zum Gefängnis wurde. Denn auch wenn die PS3 auf dem Papier stehend eine enorme und absurde Rechenleistung hat, sahen viele der Spiele anfangs schlechter aus wie bei der Xbox 360. Und warum, fragt ihr euch jetzt auch wahrscheinlich? Sony hat sich eben fokussiert, in die Konsole viel Rechenleistung einzubauen, aber haben nicht bedacht, dass der Cell nicht fürs Gaming gemacht sei. Und dass dies ja nicht gut gehen kann, hat man bei den Entwicklern dann auch gesehen. Viele haben diese Architektur nicht verstanden und das manuelle Ansteuern der SPEs war sehr aufwendig. Bei normalen Prozessoren werden diese Aufgaben dann automatisch an die Kerne verteilt, aber nicht beim Cell. Es waren so viele bemüht, aber niemand hat es hinbekommen. Und selbst Gabe Newell, der Präsident von Valve,
findet die PS3 eine totale Katastrophe als Entwickler und es würde sein Leben als Entwickler erschweren. The PlayStation 3 makes my life as a software developer much harder. Und das ist halt der große Haken beim Cell, dass dieser nicht einfach war und eher mehr mit Grafikchips gemeinsam hatte. Grafikchip? Heißt das, wir haben in der PS3 zwei GPUs? Also etwa doppelt besser oder was? Nun, das war dann der Wendepunkt für die Entwickler, wo sie den Cell endlich geknackt haben. Ja, denn dann haben viele Entwickler die Rolle für die PS3 getauscht und dem Prozessor die Grafik machen lassen und der GPU die Aufgaben vom Prozessor. Das hört sich total absurd an, aber dadurch hat man dann endlich das volle Potenzial herausschöpfen können aus der Konsole. Und Spiele wie The Last of Us, Uncharted und so sehen auf der Konsole super aus und viele der letzten PS3 Spiele waren richtige Grafikwunder. Und das bei einer Konsole mit einer CPU, die auch eigentlich nicht fürs Gaming gemacht worden ist, sondern für die Medizinforschung. Doch für komplexe Mathematikaufgaben, Wettermodellierung und andere komplexe Aufgaben wurde das Cell bis 2017 verwendet als PowerXL 8i von IBM. Also da seht ihr, dass das Cell eben mit dieser Power einiges kann. Und eben auch Spiele wie Okami wurden intern in 4K gerendert, aber halt dann in Echtzeit auf 1080p runterskaliert. Und manche Fans haben es sogar hinbekommen, Raytracing zu ermöglichen. Und zwar eben nicht so wie bei den RTX-Karten, ja, aber es ging schon irgendwie, ja. Wobei man sich halt hier fragen kann, ob der Cell denn heutzutage noch gut ist. Und da gibt es ein klares Nein. Der Cell ist zwar leistungsstark und kann immer noch so einiges. Wenn dieser mehr Arbeitsspeicher, einen besseren Bus und eine modernere Fertigung hätte, wäre es ein echter Konkurrent zu allen anderen Prozessoren auf dem Markt. Doch die Architektur ist einfach zu komplex, ineffizient und passt einfach nicht in die Welt von Tools, Frameworks und Co. Doch das Design des Cells hat andere CPU-Hersteller inspiriert, Kerne einzubauen, die auf eben eine Aufgabe spezialisiert sind. Ein Beispiel hier bei den M1 bis M4 Chips mit der Neural Engine oder dem H264 Decoder. Und dann denke ich mal, haben wir es. Jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, warum die PlayStation 3 eine sehr leistungsstarke Konsole war oder teilweise noch ist. Aber was auch sehr leistungsstark ist, mich zu abonnieren, um halt hier auch nichts zu verpassen. Naja, und dann denke ich mal, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann und kann wieder sagen, man sieht sich.